In diesem Video lernen Sie 10 hilfreiche Tipps, die Ihnen das Modellieren in Anaze erleichtern. Wenn Sie im Portal einen Prozess in der Smart Model Ansicht öffnen und dort tabellarisch den Prozess modellieren, können Sie in den DB-Spalten die Verantwortlichen referenzieren. Dabei müssen Sie aber nicht jedes Mal denselben Verantwortlichen manuell eintippen. Sie können ihn ganz einfach und vor allem blitzschnell per Drag and Drop in weitere Zellen ziehen. Im BPMN-Diagramm und Freihand-Diagramm können Sie jedes einzelne Shape anklicken und sich dazu ausführlich alle Eigenschaften anschauen. Wenn Sie aber gezielt in einem Diagramm auf der Suche nach bestimmten Informationen sind, kann das sehr mühselig werden. Für einen schnellen Überblick über die wichtigsten Eigenschaften können Sie in Diagrammen die Details einblenden. Die Details zeigen an jedem Shape direkt, welche Eigenschaften hinterlegt sind. Per Klick auf ein Detail können Sie sich den konkreten Wert ansehen oder auch dorthin navigieren. Über die Details können Sie in einem Diagramm so auf einen Blick sichtbar machen, ob Inputs und Outputs hinterlegt sind, Ereignisse ausgelöst werden, Modellobjekte referenziert sind, Kommentare vorhanden sind oder bestimmte Eigenschaften gepflegt sind, wie die Verantwortlichkeiten, IT-Systeme und Dokumente. Die Details können Sie sowohl im Portal als auch im Webmodeller ein- und ausblenden. Wenn Sie in einem Prozess einen Teilprozess angelegt haben, können Sie diesen wie gewohnt ausmodellieren. Um dann innerhalb des übergeordneten Prozesses einen Gesamtüberblick zu bekommen, haben Sie dort die Möglichkeit, den Teilprozess auszuklappen. Dabei können Sie einen Teilprozess anzeigen oder alle gleichzeitig. Diese Funktion steht Ihnen sowohl im Portal als auch im Webmodeller zur Verfügung. Im Webmodeller können Sie dabei sogar innerhalb des übergeordneten Prozesses den Teilprozess modellieren. Haben Sie nicht nur kleine Prozesse, sondern ganze Prozesstapeten und verlieren dabei manchmal den Überblick? Auch hier haben wir für die Navigation innerhalb von Diagrammen eine Lösung für Sie. Mit der Diagrammnavigation können Sie sowohl im Portal als auch im Webmodeller immer sehen, welcher Bereich des Diagramms gerade angezeigt wird. Per Drag and Drop des hervorgehobenen Bereichs können Sie so ganz leicht in Ihrem Prozess navigieren. Um die Diagrammnavigation zu öffnen, klicken Sie unten rechts auf den Button mit der Landkarte. Beim Anlegen von neuen Prozessen können Sie diese direkt im Webmodeller für die Modellierung öffnen. Diese Funktion können Sie im Portal aber auch für schon vorhandene Prozesse nutzen. Öffnen Sie hierfür einfach an einer beliebigen Stelle im Portal das Kontextmenü des Prozesses und klicken Sie auf Im Webmodeller öffnen. Der Prozess wird dann in einem neuen Browser-Tab im Webmodeller geöffnet, wo Sie sofort mit der Modellierung starten oder fortfahren können. Das Äquivalent zu der Funktion im Webmodeller öffnen gibt es selbstverständlich auch für das Portal im Webmodeller. Wenn Sie mit der Modellierung eines Prozesses im Webmodeller fertig sind oder sich den Zwischenstand im Portal ansehen möchten, können Sie den Prozess direkt im Portal öffnen. Klicken Sie hierfür in der Werkzeugleiste auf Im Portal öffnen. Der Prozess öffnet sich dann in einem neuen Browser-Tab im Portal. Beim grafischen Modellieren im Webmodeller haben Sie alle brauchbaren Funktionen und Eigenschaften immer griffbereit. Damit Sie sich aber voll und ganz auf die Ausarbeitung des Diagramms konzentrieren können, können Sie die Modellübersicht, die Sidebar mit den Eigenschaften und sogar die Palette einklappen. So haben Sie den maximalen Platz für Ihre Prozessmodellierung. Das ist auch besonders hilfreich, wenn Sie mal wieder im Homeoffice auf Ihrem kleinen Laptop-Monitor direkt von der Couch aus arbeiten möchten. In Unternehmen mit vielen Prozessen kommt es manchmal vor, dass einzelne Aufgaben nicht nur Teil eines Prozesses sind, sondern in mehreren Prozessen eine Rolle spielen. Damit Sie bei der grafischen Modellierung im Webmodeller dabei eine Aufgabe nicht doppelt anlegen, können Sie bereits angelegte Aufgaben ganz einfach referenzieren. Tippen Sie dabei bei der Shape-Erstellung die Bezeichnung der Aufgabe ein und wählen Sie in der Liste mit den Vorschlägen den passenden aus. Stellen Sie sich vor, Sie sind am Modellieren im Webmodeller und wollen für mehrere Shapes gleichzeitig bestimmte Eigenschaften setzen. Dafür müssen Sie nicht jedes Shape einzeln selektieren und die Eigenschaften bearbeiten. Sie können auch mit der STRG-Taste gedrückt beliebig viele Shapes gleichzeitig auswählen und die Eigenschaften für alle gleichzeitig setzen. Weitere hilfreiche Shortcuts, die Sie im Webmodeller nutzen können,
sind zum Beispiel die Tastenkombination STRG und A, um alle Shapes im Diagramm auf einmal zu selektieren. Oder STRG und Enter, um die Eigenschaften eines Modellobjekts zu öffnen. Alle verfügbaren Shortcuts können Sie im WebModeler über Hilfe Shortcuts einsehen. Mehr hilfreiche Infos rund ums Modellieren finden Sie auch in unserer Online-Hilfe unter documentation.intellio.ag. Neugierig geworden? Fordern Sie noch heute eine Testversion an! Und vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren!